Und damit herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Da geht's auch schon weiter und ich mache mal wieder ein bisschen Musik an. Ich würde sagen, als erstes baue ich hier auch mal eine Tür ein hier vorne, weil ständig hier die Wand einzureißen ist auch nicht so der Sinn und Zweck, würde ich mal sagen. Früher oder später kommt hier eh ein Tor rein, aber wir wollen hier erstmal einen kleinen Eingang, einen notdürftigen Eingang schaffen. Pflasterstein. Nicht, dass er Stein ist, das kann man wie gesagt. Oh ja. Das kann man wie gesagt hier sehr schwer unterscheiden in dem Texturenpack. Das ist immer blöd, wenn das Cleanstone ist. Das wäre ja Verschwendung. Gut. Ab zur Werkbank. Bauen wir uns mal eine Tür. Gut, okay. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen Holz farmen. Und ich glaube, wir gehen noch mal ein bisschen weiter weg. Wir müssen ja hier nicht in der näheren Umgebung die ganzen Bäume abholzen. Oh, und da, was ist da? Schweine, oh Mensch. Oh, Pferde. Oh Mann. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Pferde hatten wir noch gar nicht gesehen, oder? Das Blöde ist nur, ich habe natürlich noch keinen Sattel. Und ohne Sattel kann ich nicht auf einem Pferd reiten. Schade. Aber ich glaube, das ist genau die richtige Landschaft. Oh, hier sind ja richtig viele Pferde. Das können wir gut einzäunen und dann machen wir dann so eine kleine Ranch draus, würde ich mal sagen. Hallo. Können wir auf dem reiten? Ey, cool. Ah, das wirft uns wieder ab. Ey, wie kommt man das so zureiten hier? Ey, wie ging das doch so? Moment. Das wirft uns immer wieder ab. Na? Eben hat uns das nicht abgeworfen. Na komm schon. Oh. Du magst uns doch. Du magst mich doch. Oh. Ich glaube, es mag uns. Es mag mich. Yippie. Und nu? Ach, guck an. Ah. Jetzt kann ich hier sogar was aufpacken. Okay, cool. Jo, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Wir haben keinen Sattel und dann können wir auch noch nicht reiten. Ich kann mich draufsetzen, aber ich kann es nicht bewegen. Schade. Ja, da müssen wir jetzt mal einen Sattel finden. Das ist ja blöd. So, wo wir schon die Schweine hier haben. Obwohl, die können wir ganz gut einfangen hier. Da könnte man so ein Gatter drum bauen. Und dann, ja, das kann ich aber später machen. Die laufen ja hier nicht weg. Da machen wir dann nämlich einen großzügigen Zaun drum herum und dann müssen wir die gar nicht mit Karotten anlocken. Okay, jetzt fürs Züchten brauchen wir dann natürlich doch Karotten letztendlich, aber vielleicht haben wir die ja dann auch irgendwann gefunden. Aber machen wir uns hier erstmal ans schöne Baumfällen. Und ich glaube, als nächsten Schritt werden wir dann auch mal anfangen, da das zu umzäunen. Damit wir mal ein bisschen was anderes machen, als hier immer nur an dem Turm und an der Höhle rumzubasteln. Muss auch mal ein bisschen Abwechslung reinkommen. Ja, ich nehme jetzt seit nach längerer Zeit mal wieder auf. Irgendwie bin ich tatsächlich nicht so dazu gekommen, obwohl ich gerade Urlaub habe, aber da kann man doch einiges dazwischen. Man mag es kaum glauben, aber das hatte ich alles auch ein bisschen anders geplant, aber man steckt da immer nicht drin. Manchmal kommt es halt anders, als man denkt. Deswegen habe ich da die letzten Tage mal wieder ein paar Commander Keen Folgen reingepackt. Die zum Glück noch im Repertoire hatte. Für sowas ist das dann echt gut, wenn man da mal nicht dazu gekommen ist, neue Videos zu produzieren. Aber jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit und dann geht es auch schon weiter mit dem fleißigen Aufnehmen. Das geht ja hier wunderbar. Jetzt haben wir 41 Holz oder? Nee. 41 Holz tatsächlich. Wir brauchen ja noch jede Menge Holz auch dann für die Zäune. Und ich pflanze gleich auch mal ein paar Bäume neu, weil so langsam gehen uns dann bald auch hier die Bäume aus.
Okay, der Wald ist ziemlich groß, aber sieht ja auch nicht schön aus, wenn hier so viele kahle Stellen sind. Gut, wir haben ja ein paar Setzlinge. Pass auf, dann packen wir die hier mal hin. Jetzt erkennen wir ja auch noch, wo die Bäume standen. Und guck mal, hier sind ganz viele noch runtergefallen. Ist das doch mehr geworden? Oder habe ich auf normal? Perfekt. Ah, guck mal, jetzt können wir ein paar einsammeln hier. Und dann machen wir uns mal ans fleißige Pflanzen. Sieht da sonst auch nicht aus, wenn hier überall der Wald fehlt. Was wir der Natur hier nehmen, müssen wir hier auch wieder zurückgeben. Und zum Glück wachsen die Bäume recht schnell in Minecraft. Oh, ich habe ja ganz ordentlich Setzlinge dabei. Oh, guck mal, hier sieht das auch noch ein bisschen. Ach, hier hätten wir auch noch ein paar pflanzen können. Sind da noch irgendwo welche runtergefallen? Oh, gerade sieht das nicht so aus. Schnappen wir uns mal ihn hier. Dann können wir da rausspringen. Komischerweise läuft es jetzt tatsächlich auch seit dem neuen Optifine ein wenig flüssiger. So. Ach ja, ich habe zwischendurch auch mal ein paar Testaufnahmen gemacht mit Audacity, ja, wie auch immer man das ausspricht. Leider ist mein PC ein bisschen langsam und dafür hat es dann doch nicht gereicht. Also für Minecraft reicht es dann gerade so aus, dass das flüssig läuft, aber mit Audacity, wie auch immer, dann läuft das doch nicht mehr wirklich flüssig und dann nehme ich doch wieder mein Mikro jetzt mit Frapside auf und ist zwar für die Nachbearbeitung ein bisschen schlecht, aber ich versuche es einfach, dass das passt und bis jetzt hat es ja immer recht gut gepasst. Auch wenn es dann mit dem, wenn man irgendwie ein Rauschen drin hat oder so, das ein bisschen schwierig ist, das rauszufiltern, aber was soll's? Gibt Schlimmeres. Auf jeden Fall besser, als wenn das hier nur noch leckt. Und das hat es dann wirklich mit Audacity gemacht. Und das hatte dann wirklich auch keinen Zweck. Müssen wir das erstmal hier wegnehmen? Ach, Sand ist da unter. Ah, ich wollte gerade sagen, weil normal konnten wir das auch so pflanzen. Gut, ich würde auch sagen, die beiden Bäume hier, die pflanze ich vor dem Eingang. Oder neben dem Eingang so. Ja, hier ist kahl und hier kommt vielleicht noch einer hin. So. Jetzt haben wir ein bisschen Holz gesammelt und jetzt können wir vielleicht den Turm oben ein bisschen weiterbauen. Oh, ich muss tatsächlich mal die Playlist ein bisschen bearbeiten, weil jetzt kommen jetzt so ein paar Lieder, die wir schon mal hatten, aber na gut, das macht ja hoffentlich nichts. Das ist auch Wahnsinn, wie viel Musik man da tatsächlich dann braucht. Und warum bauen wir uns jetzt so hier eigentlich hoch? Na egal. Oder ich. Ich rede schon wieder wir, das ist ja total egoistisch. Eigentlich mache ich den ganzen Murks hier und ich falle hier gerade die Treppe runter, super. Apropos Treppe, wir müssen hier mal ein paar Schafe dann auch scheren, damit wir die Wolle haben für die Wände. Ja, komm schon. So, wir sind ja hier recht oben. So viel Holz brauchen wir für den Turm ja zumindest schon mal nicht mehr. Aber damit wir mal so eine kleine Vorstellung kriegen, baue ich hier schon mal die Querstreben weiter. Guck mal, die haben wir drei über den Balken gemacht. Okay. Oh, den dritten, das wird jetzt schwierig. Aber sollten wir auch schaffen. Und dann hier dasselbe Spiel. Geht das hier... Ach, das geht da so durch. Ja, für die Mitte überlege ich mir dann nochmal was. Für diese Kreuzung hier. Dann bauen wir nämlich hier auch eben den Balken zu Ende. So, zack. Nein, ah, verdammt. Genauso wollte ich es nicht haben. Schön die Shift-Taste drücken, damit wir hier nicht runterfallen. So. Und hier auch nochmal. Eins, zwei und noch einen dritten. Gut, hier nochmal drei dran. Ach, guck mal, da muss auch noch einer dran. Jetzt überlege ich nur, und da vorne auch, okay, ein bisschen haben wir ja hier noch. Aber wir haben ja genug Holz gesammelt. Das reicht ja zum Glück. Da noch ein...
Da noch einen und da noch einen. Oder baue ich die hier einfach weiter hoch, dass man das gar nicht sieht? Ich meine, das sieht man ja sowieso nicht. Da guckt man eh nicht von oben drauf. Weil da ja quasi der obere Turmbereich drauf kommt. Das wird ja dann so eine Art Plattform. Hier fehlt auch noch einer. Dann mache ich das bald so. Das können wir auch theoretisch hier einfach so draufsetzen. Das sieht ja zum Glück keiner, was darunter ist. Das bleibt unser kleines Geheimnis. Dass die Querbalken da nicht so ganz passen. Nein, ach, verdammt. So, der kommt noch da oben drauf. Irgendwie habe ich mich doch da gerade verkalkuliert. Ach, verdammt. Oh, nee. Der Balken ist ja völlig falsch gesetzt. Ach, verdammt, verdammt, verdammt. Na, das ist jetzt blöd gelaufen. Das ist jetzt total blöd gelaufen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall die Stämme wieder kriegen. Die sind ja verdammt kostbar. Also, der ist mir eigentlich bewusst. Obwohl, den sehen könnten wir sogar theoretisch sehen. Aua, das tat weh. Oh, schnell mal was essen. Nicht, dass wir hier noch verrecken. Gut. Ja, muss ich sagen, die neue Maus ist echt wunderbar. Und ich habe mal den Hersteller gewechselt, ja. Aber ich glaube, das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt. Oder in der letzten Aufnahme. Hatte ich die da schon? Ja, doch, müsste ich, oder? Nee, ich glaube, ich hatte da noch die alte Maus, genau. Kann gut sein. Beziehungsweise, die hatte ich durch so eine einfache Maus ersetzt. So, der Querbalken, das war ja nur dieser eine Querbalken hier. Und dann müssen da theoretisch die Enden auch noch gekürzt werden. Okay. Das kriegen wir hin. Oder besser gesagt, das kriege ich hin, hoffentlich. Und... Das ist natürlich jetzt blöde, das Holz, das müssen wir uns dann unten einsammeln. Das kriegen wir so auf dem Wege leider nicht wieder. Oh, guck mal, den haben wir wieder gekriegt, aber die anderen nicht. Schade. Dann werde ich den auch mal eben hier korrigieren. Verdammt, das ist viel zu dunkel hier. Wo sind die Fackeln gelandet? Hat man nicht Fackeln hergestellt? Ich war doch der Meinung, okay. Dann habe ich mich geirrt. Dann haben wir doch keine Fackeln hergestellt. Zack. 16 Fackeln. Packen wir da doch mal eine hin. So. Wie war denn das jetzt? Das ist ja auch jetzt verkehrt hier. Dann ist der auch verkehrt. Und der eine hier am Ende muss weg. Oh, guck mal, den haben wir noch gekriegt. Den leider nicht mehr. 3 über hinaus, 3 hier rüber. Das sieht doch schon besser aus. Jetzt ist das ja recht mittig alles, ne? So. Oh, oh, oh. Gefährlich. Total gefährlich. Wie komme ich jetzt hier runter? Vorsichtig. Und zack. Nein. Oh. Schon wieder verletzt. Aua. Mein Bein. Ich glaube, es ist gebrochen. Gut, der Abgang ist hier noch ziemlich gefährlich. Aber das werden wir dann auch noch irgendwann sichern, wenn wir dann genug Wolle haben. Oh, verdammt. Ein Skelett. Ich hoffe, es schießt uns nicht hier runter. Das wäre sehr fatal. Nochmal überall gucken. 3 drüber. Da sind auch 3 drüber. Okay, da auch. Gut, und hier oben drauf setzen wir dann jeweils noch einen Holzblock. Schön, schön. Okay, so langsam nimmt das doch Gestalt an. Ich bin mir nur gerade noch nicht sicher, ob ich die überhaupt hier haben will. Das ist dann ein bisschen blöd mit den Durchgängen, ne? Obwohl, ich glaube, wir machen den an den Seiten offen und hier kommen dann so Plattformen hin. Und oben kommt noch so eine Dachterrasse quasi hin. Okay, dann wird es für eine Schlafmöglichkeit dann hier ein bisschen eng. Aber wir haben dann ja unten noch die Höhle und dann packen wir die einfach dahin. Das passt schon. Das passt schon. Okay. So, Vorsicht, nicht die Treppe runterfallen. Das kann ja immer mal passieren. So, dann können wir auch gleich den Turm hier komplett runtergehen. So, hoffentlich sind hier keine Monster gespawnt, aber ich gehe da mal stark von aus, dass das nicht der Fall ist. Ich wundere echt gerade, wie stabil das Spiel doch läuft.
Die letzten Aufnahmen, da war das wesentlich, ja, hakender oder leggiger, ach wie auch immer. Da hat das mir gehakt. Oh, da brennen die Viecher, da laufen überall Viecher rum. Hallo? Was sind das für Geräusche? Hilfe! Da klopft einer an die Tür an. Ach, bestimmt an die andere Tür, ne? Weil an der Tür habe ich eben nichts gesehen. Gut, dann gehen wir doch nochmal da zu dem anderen. Da kommt man jetzt ein bisschen schwierig durch. An die Tür? Oder hier vorne an die Tür? Wo war denn das? Wir haben doch gar nicht so viele Türen. Ja, das mit dem Fenster war ja auch eine Fehlkonstruktion, aber na egal. Komm. Wir schnetzeln nochmal ein paar Viecher. Und vor allen Dingen, das hörte sich auch nach einem neuen Sound an. Also mittlerweile kann man ja auch in die Texture Packs, die jetzt Resource Packs heißen, Sounds mit einfügen. Es kann natürlich sein, dass der Ersteller da Sounds mit eingefügt hat. Oh, ein Creeper. Oh, oh. Ah, Hilfe. Ah, oh, ich hasse diese dämlichen Viecher, ey. Nicht hochgehen. Gut. So geht das doch. Gut, ich war mir auch gerade nicht mehr sicher, ob die drei Schläge abkönnen oder... Spinne? Okay, die Spinne dürfte uns jetzt ja sowieso nichts tun am Tag. Trotzdem kann ich die erledigen, da oben ist sie. Das gibt nämlich immer Erfahrungspunkte. Zack. Ohne Treffer, das war doch perfekt. Nur ein Schaf? Oh, wir haben hier in der Umgebung auch, da hinten sind welche. Perfekt. Aber schwarze Wolle ist auch verdammt. Verdammt, das war schwarze Wolle, ne? Also super. Bringt uns ja sowieso nicht viel. Oh, hier sind ganz viele Weiße. Ja, perfekt. Cool. Zum Glück gibt es auch hauptsächlich Weiße in dem Spiel. Na, da. Oh, der hat sogar drei. Drei Wolle. Oh, 15 Wolle haben wir jetzt zu viel? Hat man noch was dabei, ja. Wollte ich gerade sagen. Wir müssen ja noch was dabei gehabt haben. Ja, okay. Die hat auch drei. Ein Hühnchen. Gut, dass hier so viele Schafe sind. Wir müssen gleich mal irgendwie ein Feld abstecken, dass wir die dann züchten können. Die sind ja zum Glück leicht zu züchten mit Getreide. Das wir auch schon haben. Und Knochenmehl haben wir, glaube ich, auch noch ein bisschen was. Okay, leider nicht mehr. Da müssen wir halt noch ein paar Skelette umnieten. Weil damit können wir dann schön das Getreide alles zum Blühen bringen, quasi. Noch ein Schaf. Hier sind ja ganz viele Schafe, das ist auch schön. Ach, guck mal. Überall Schafe, Mensch. Okay, mit der Wolle werden wir wohl kein Problem haben. Ich wusste gar nicht, dass in der Eiswelt hier so viele Schafe sind. Ist das normal so? Hm. Ah, cool. Das ist echt cool. Ich dachte erst am Anfang, machst du das wirklich mit Wolle, weil... Wolle kann doch auch ganz schön selten sein, also wenn man im falschen Gebiet aufsteht quasi, dann kann das manchmal fatal sein. Dann muss man erstmal richtig auf die Suche gehen, bis man sich ein eigenes Bett überhaupt bauen kann. So, das Schaf, das hier, das opfern wir einfach mal. Gut, das Hühnchen auch. Hühnchen können wir uns selber züchten. Bei Hühnchen ist das Gute ja auch, dass man da einfach nur Eier wirft. Dann kommt da schon irgendwann ein Küken bei raus.